Hallo, herzlich willkommen zur 9. Folge vom Gosmos Mittwoch. Sammeln wir alle. Hallo. Ja. Perfekt. Und ja. Schauen wir uns direkt mal zum Frosch der Woche. Ne, Frosch zum Mittwoch haben wir es genannt. Frosch der Woche. Ja, mein Gott, Alter, es wäre jetzt so falsch gewesen. Zack, zack, Zack. da, hier, let's go. Oh, es wird genudelt, meine Antipastis. Was steht da unten Das ist links? gut, Das das ist ist einfach nur die gut. Unterschrift. Man, Bro, Dude. Okay. Yeah. Nice. Ich glaube, Ehrlich, ehrlich. das war der schnellste Frosch zum Mittwoch. Ja, also Das, es ist ziemlich simpel. ja, wir können nicht. Gibt nicht viel mehr zu sagen. Ja. Gut, passt. Gut, dass ich was Schalten zum wir Essen zurück. habe, sonst hätte ich jetzt richtig Hunger. Das ist mein Frühstück. Gott. So. Ich weiß gar nicht, wo wir letzte Woche stehen geblieben sind. Die Hausaufgabe. Außer ich hab da was ganz funny. Weißt du noch, wie am Arsch mein Handy war? Ja. Das alte. Ja. Oh mein Gott. Du weißt, was da oben. Oh mein Gott. Das Einzige, was jetzt am Arsch ist, ist, dass das Handy halt echt schnell Akku verliert, aber sonst. Es ist wie neu. Wie hast du das jetzt hingekriegt? Ich hab's liegen lassen. Ich hab nichts anderes getan. Digga, einfach liegen lassen, es funktioniert auf einmal wieder. Gott, du lägst. Ich lege? Aber ich mach grad gar nichts. Die Facecam laggt ein paar Mal und der Ton laggt ein paar Mal. Ich lade auch gerade nichts runter. Ich lade auch nichts hoch. Ah, Ja, ne. ich schließe jetzt einfach mal alles, was ich gerade nicht brauche. Steamer weg. Du weg. Ist Weg. sowieso immer geschlossen. Weg. Weg. Okay. Oh Gott. Ja, ich bin immer noch krank, Leute. Nicht wundern. GG. Ah! Okay. Sind wir denn letzte Woche stehen geblieben? Ja, Hausaufgabe. Deinem Blick nach zu urteilen, denke ich mal, dass du sie Stimmt. nicht gemacht hast. Nee, das war. Ja, ich habe es auch nicht gemacht, Ja, also. scheiße. Ich war krank. Ich denke mir gerade so, war nicht irgendwas in der Schule? So, ja, Schulaufgabe darf, aber so, wait, ich war krank. So. Ich lag die ganze Zeit im Bett. Ja, du hast also genug Zeit gehabt für die Hausaufgabe. True, true. Fürs nächste Mal haben wir Okay, uns warte. Wir schreiben mir fett hier auf den Zettel auf. Ja, let's go. Wichtig, wichtig. Okay. Ich glaube, dann kannst du deine Kassel-Geschichte erzählen. Ach, ich war ja in Kassel. Stimmt. Ja, das fing schon mal gut an. Also, Kontext, von meiner Ausbildung als medizinischer Radiologietechnologe, ich glaube, so wird es mittlerweile genannt, sind wir auf einen Kongress halt nach Kassel gefahren, für die Neuroradiologie. Und es fing an Anreisetag, so sagen wir mal, ich musste erstmal zu meiner Arbeitsstelle kommen. Und da musste dann, meine Kamera ist übrigens anfokussiert. Jetzt. Und ich habe mir überlegt, fahre ich einfach mit dem Zug hin, bleib sitzen, die steigen ein, wir fahren weiter. Habe ich mir gedacht, nee, ich kann auch schlafen, wir treffen uns eh erst 2 Stunden normalerweise nach Arbeitsbeginn.
Ah ja, ausschlafen, ich fahre mit dem Auto. Dumme Idee, sehr dumme Idee. Ich bin zu spät losgefahren. Und das hieß halt, ja, wenn wir nicht da sind, müssen wir ein Ticket und alles selber zahlen, weil wir haben ein Gruppenticket und wenn nicht da ist, Pech. Gut, dann kam ich 5 Minuten vor Treffpunkt an. Also am Parkplatz halt so mäßig. Ich habe keinen Parkplatz gefunden, also fünf vor halt bin ich ausgestiegen. Aber auch da hat ein Parkticket fürs Wochenende, also für die Woche, also für die 3 Tage. Okay, scheiße, gut, ich meine, okay, hingelaufen. Ja, verdammt, man kann nur mit Kleingeld zahlen, ich habe kein Kleingeld. Ich so, scheiße, scheiße, schau so, sieh so, wie gerade ein Auto herfährt und 2 Leute raus, lässt sich schuddeln. Ey, moin, ich brauche Geld. Ich kann mein Ticket nicht zahlen und in 5 Minuten geht mein Zug. Das kann sie mit der App machen. Ich so, was für eine App? Haben wir die Typen mal so diskutiert und dann so, ich weiß nicht, ob es das rum war oder ob das irgendwie so ein Caretaker war, der wo die halt einfach so aus Reisen aufgenommen hat. Er gibt mir so Geld, so, ja, das nächste nimmst du die App her. Ich so, okay, gut, 4 Minuten noch. Zurückgesprintet, Ticket gezahlt, ins Auto gelegt. Und ich war auf der anderen Seite vom Bahnhof. Und du weißt, wo ich arbeite, das ist ein Riesenbahnhof. Ja. Und ich hatte halt so einen Wanderrucksack. Und noch einen normalen Rucksack. Diesen Bergsteigerucksack. Und mit dem ist ja scheiße zu laufen und ich sprinte durch den durch den Tunnel halt durch. Bin dann auch an den 2 Jugendlichen nochmal vorbeigekommen, die wurde mir so der geschrieben, aber jetzt lauf, aber lauf. Kam dann pünktlich an, komplett aus der Puste, komplett am Arsch. Haben dann unsere Tickets bekommen. Also nochmal so zum Vorzeigen, wir haben eins, aber Gruppenticket hatte halt die Lehrerin. Und saß dann im Zug und dann ist der jetzt irgendwie 15 Minuten später gefahren, heißt, ich hätte so chillig gehen können und alles. Gut, dann saß mir im Zug und es war, Alter, es waren gerade mal 4 Stunden und ich hätte ausrasten können. 4 Stunden, ey, es war gottlos. Ich habe mir dann auch Netflix gekauft, weil ich in mein bisheriges Netflix-Konto, also Gekauft. mein schon funktionierendes Netflix-Konto, kam ich nicht rein, weil keiner das Passwort wusste. Wow. Also, okay, da ich mir, ich hatte so keinen Wow. Bock, ich habe mir einfach nochmal ein Konto gemacht. Es gab nirgendwo einen Button für kostenlose Zeitraum, also habe ich mir einfach eins gekauft. Also, ich habe irgendwas zu tun. Erstmal ein bisschen chillige Rede alles, so gut, kam dann auch in Kassel an, musste dann nochmal mit der Bahn fahren und dann musste, und dann kam er endlich so am Hauptbahnhof Kassel an und dann so, okay, wir müssen jetzt noch so 25 Minuten zu der Jugendherberge gehen. Und einer von uns wurde zum Navi ernannt, er so, ihr könnt euch freuen. Der ganze Weg hat ungefähr so eine Neigung, so eine Erhöhung von 30 bis 40 Grad. Let's Da go. sind wir da durch, da sind wir nicht gegangen und es war gottlos. Lauter Baustellen, es war so warm. In der Früh war es halt so kalt, aber da oben war es so warm, so wie es in Kassel und eine von uns hat es einfach zweimal aufs Maul gehaut, weil die Schnürsenkel nicht gebunden hat. Und das erste Mal war schon so gut, weil sie fällt so hin, so auf die Straße. Wir sind so, also links sehen wir uns zwar die Hauptstraße, rechts war halt noch seine, wo es so zuführt. Das ist einer in den Auto und der hatte das stärkste Pokerface, wo ich jemals gesehen habe. Der hat beobachtet, wie sie aufs Maul fällt und hat nicht mal seine Miene einen Millimeter verzogen, Alter. Hat einfach gefühlslos drauf gestarrt. Und dann Digga. waren wir endlich da und dann war es schon am Anfang klar, so einer, was sind das für Idioten, wir sind, da war so eine Bibelklasse. Ja, gut, dann hatten wir irgendwie 2, 3 Stunden Zeit. Das war halt so etwas längere, dünnere Zimmer und auf der rechten Seite waren einfach 2 Hochbetten, dazwischen ein Schrank. Links waren lauter Schränke und ein kleiner Tisch. Es war halt buchstäblich ein Gefängnis. Hochbett, ne? Lagst du oben Ja. oder unten? Unten. Schwach. Der Plan war, dass wir nicht nüchtern bleiben. Und es war so beschissene Betten, also Ja. entweder hätte ich es nicht Ey, hochgeschafft das wäre oder ich so hätte fun gewesen. Ich glaube, es. das wäre übel fun gewesen. Und wir waren halt 4 Typen im Zimmer und einer von uns ist halt zu groß.
Und wenn du in der Mitte vom Zimmer einen Schrank hast und das Bett steht bis zur Wand, der hat da nicht reingepasst. Der konnte nicht ausgestreckt in dem Bett liegen. Junge, what the fuck? Wir haben einen Schlüssel bekommen, da hing hinten so ein komisches Plastikteil ran, damit hättest du jemanden erschlagen können. Und ja, dann haben wir uns halt am ersten Tag, dann hieß es ja, wir können jetzt mit unserer Lehrerin halt so eine kleine Tour durch die Stadt machen oder unseren eigenen Chip machen. Ja, die logische Und wir und ein Entscheidung. paar Mädels halt so, nee, gut, sind dann instant zu Rewe, haben Alk und so gekauft. Nee, sogar nicht einmal. Wie wir auf die Lehrerin gewartet haben, waren wir die Ersten, wo da waren, obwohl schon halt die Treffpunktzeit war. Also sind wir zuerst zu Rewe, haben Alk gekauft, sind dann zurückgekommen, wo halt dann schon der Treffpunkt war, haben aber erstmal noch unser Alk ins Zimmer gelegt und da sind wir dann. Und da sind halt alle irgendwo hin und die Mädels wollten einen Kaffee und wir so, Alter, Kneipe. wir wollen scheiß Döner. Wir wollen so scheiß Döner. Und dann schauen wir Okay, so auf Google Maps so, und dann wäre der nächste Döner beim Hauptbahnhof, wo wir hergekommen sind, gewesen. geil. Und ich so, nee, das kann nicht. Ich hab geschaut und sehe so, oh, das ist ein Döner. 10 Minuten, 10, 15 Minuten, das ist ein Döner. Gut, durch die halbe Stadt runter einen Döner geholt. Auf dem Weg die anderen beim Café gelassen. Und da waren wir bei dem Dönerladen drin. Und der Typ, wir bestellen so, und der Typ fragt uns mit allem. Und wir alle drei so, ja. Und dann schaut er halt so meinen Kollegen an und so, ja, einmal mit allen. Er so, ja, aber ohne Blaukraut. Er so, er hast doch gesagt mit allen. Er so, nee, haben sie nicht. Ich war der Einzige, wo anscheinend mit allen verstanden hat, dass alles draufkommt. Die haben gedacht, ist das alles? Und der andere wollte dann auch noch keine Zwiebeln und alles. What the fuck, oh mein Gott. So dumm. Oh Und ich mein so, dann Gott. zu meinen Kollegen halt wieder, zu Kollegin Nummer 1. Du, der packt die gerade ein, wir wollen doch hier essen. Er antwortet nicht. Der Typ gibt uns die Dinge, also Kollege 1 so. Okay, lass uns hinsetzen, wir setzen uns hin. Der Verkäufer kommt her, ach so, zu mir essen, nimmt sie wieder weg und packt sie wieder aus. Ich hab's doch gesagt, Digga. Oh mein Kollege Nummer 1, Gott. warum bist du so lost? Warum bist du so lost, Kollege Nummer 1? Aber okay, und da waren so Chili-Flocken und wir haben sie drauf getan und beißt es auch so. Er ist nicht scharf, ich sag, gib her. Und die komplette obere Seite wurde einfach nur rot, weil ich auf Versehen so viel draufgehauen habe. Es war einfach nicht scharf. Geil. Ja gut, dann ist Es wohl war nicht weg. scharf. Dann ist wohl weg. Und dann stehen wir auf und gehen raus. Und dann kam wieder natürlich typisch Kollege Nummer 1. So ein anderer Türke, wo drin saß, auf einmal so, gehört dieser Rucksack euch? Ja, Kollege Nummer 1 hat Rucksack liegen lassen. Kollege Nummer 1 sah nicht gut aus, wie Leute. Dann standen wir da so, okay. Wir haben jetzt mehrere Stunden, was machen wir? Und dann sehen wir gegenüber von uns im himmlischen Licht steht so ein E-Roller. Und wir so, fuck ja. Alle die App geholt, angemeldet und erst nach dem Anmelden, einer von uns hatte schon, haben wir gemerkt, fuck, er hatte die App. Hätten wir uns angemeldet mit seinem Code, hätten wir kostenlos fahren können. Du zahlst 1,20 für entsperren. Und 29 Cent pro Minute oder so. Digga. Also geht eh klar, jede Fahrt war dann irgendwie 3,20 oder so. Von überall eigentlich zu unserer in der Jugendherberge, was immer so 3,20, recht chillig. Und es ist halt einfach E-Roller, weil bist du schon mal mit dem E-Roller gefahren? Nee. Es Noch nie. ist zu geil, es ist wirklich geil. Die Dinger gehen fucking 25 km/h. Das ist schon nicht wenig. Ja. Bergab wird's noch mehr gottlos. Das war so ein richtig langer Berg und gleich nach die Jungeberge. Das Problem war aber, dass der Gehsteig war aus diesem kleinen Stein gemacht. Oh Gott. Und da kannst du dir vorstellen, wenn du da mit dem Roller drüber fährst. Die Ja. fahren so immer wie die Gottlosen, ne? Also Führerschein hätte uns so oft abgenommen werden können. Ja, glaube ich. Und wir haben halt den genommen und sind dann losgefahren und das erste Mal mit dem Fahren, Digga, zu steuern und alles und es war mega geil. E-Roller macht mega Bock. Sind wieder zurückgezogen. Das Problem ist, wir hatten nur einen Schlüssel. Wir haben dem Verantwortlichsten aus unserem Zimmer die Schlüssel gegeben. Da der Verantwortlichste ist, ist er nicht in unserer Gruppe dabei gewesen. Deswegen haben wir einfach keinen Zimmerschlüssel gehabt und er war am anderen Ende der Stadt. Perfekt.
Also da rumgecruised, wurden sau von Passanten angeschrien mit scheiß E-Rollerfahrer und so. Ja, verständlich. Die scheiß Dinger können blinken, Alter. Ja, die können blinken, Richtig cool. aber niemand blinkt. Niemand blinkt Ja, damit. wir haben geblinkt, wir haben geblinkt, wir haben Das glaube geblinkt. ich dir nicht. Da sind wir nochmal zu Rewe, haben noch mehr Alkohol gekauft. Wir waren Verständlich. schon kurz überlegen, ob wir uns diese 3 Liter Gorbatschow-Flasche kaufen sollen. Haben wir nicht. Am ersten Abend war eigentlich gar nicht viel. Wir sind dann essen gegangen. Natürlich wieder mit E-Roller. Wir haben uns aber geboxt um die E-Roller, weil es stand nie welche in einer Gruppe. Und das siehst du da bloß so 3, 4 Vollidioten, ne? Wie sie durch die Stadt spritzen, sich vor so E-Rollern wegschubsen und rumschreien. So, ja, das ist meine, was nicht alles. Na, war halt dann Essen, und obwohl wir hatten halt die Döner und so, aber wir waren so voll, Digga. Wir haben uns so ein Pulled Pork Baguette geholt, wo viel zu viel Basilikum und so drauf war. Also ist alles runtergefallen und aber ja, haben wir gegessen und dann haben wir halt gesagt, so, ja, eigentlich haben wir jetzt richtig Bock aufs Saufen. Gut, bei der Lehrerin verabschiedet. Also dieser richtig perfekte Moment, wir gehen weg, machen so einen Schritt, dann wird noch so unser Arm gegriffen. Man dreht sich um und bekommt von der Lehrerin noch so die Aussage: Ich weiß, ihr geht trinken, also lasst es leise und die Herberger soll nichts herausfinden. So gut, unsere E-Rolle wieder genommen, zurückgedüst. Natürlich haben wir einen Schlüssel genommen. Und dann. Ja, wir waren nicht mehr auf dem Kongress, und es ist schon viel zu viel passiert. Und dann wurde halt gesoffen die erste Nacht. Und die Wände waren so dünn und du hattest so einen Schlitz unter der Tür zum Gang, Alter. Nice. Und man hat dann alles geredet, also du hättest normal reden können und jeder hätte es auf dem Flur gehört. Wir haben auch immer wieder Stress mit den Bibelkindern gehabt, als sie jetzt einfach auf den Sack gegangen sind. Haben wir getrunken, ohne Ende und ich war, also, ich glaube, ich war seit dem Hochzeitsschießen, ne? Das war vor 3 Jahren, wo ich im Bar gepennt habe. Das war das erste Mal seitdem, dass ich wieder richtig wasted war. Aber es war bei der ganzen Gruppe, weil wir haben uns gegenseitig so hochgeschaukelt. Wir sind am nächsten Tag aufgewacht, so, wir haben einen. Der vierte in unserem Zimmer, der war nicht dabei. Der trinkt nichts, der ist smart, der ganz netter Typ. Smart. Und der war halt. Wir waren halt betrunken und er nicht. Und so, er hat halt einen Wecker schon viel früher gestellt. Und, Digga, wir waren nur am Pennen, der andere hatte das Fenster offen. Ich hatte Allergien und war da krank. Ich habe Schnarchen ohne Ende. Das weißt du ja, wie es mit meinen Allergien ist. Da wir alle besoffen haben, war es aber eh. Bis morgen dann eigentlich jeden Wurscht. Und ich habe halt immer am längsten gepennt. Ich wurde immer so 10 Minuten, bevor wir zum Kongress gehen, wurde ich aufgeweckt. So, du kannst doch was essen, nicht so wie spät ist es. Ja, in 10 Minuten gehen wir, ich sage, dann werde ich auch nichts mehr essen. Warum denn nicht? Richtig fertig, richtig verkadert, darfst du dich nicht so rumspielen. Und dann kam endlich zum Kongress. Wir waren natürlich todmüde. Verkatert, wie gesagt, und wir mussten halt dahin gehen. Wir durften nicht mit E-Roller fahren. Keine Ahnung warum. Wir sind mal 20 Minuten gegangen. Und dieser Kongress war so über unser Niveau. Alle im Anzug. Ich habe noch entschieden, nicht Anzug mitzunehmen, weil ich dachte, es wäre zu viel. Ja. Und da kommst du da schon rein und du weißt, du bist in einer Liga, Alter, wo du nicht hingehörst. Da stehen die Bosse, da stehen Ärzte, da stehen Unternehmen, die wo der Medizin was erreicht haben und dann stehst du da, ein fucking Schüler. Ja, Die perfekt. wollen Sachen verkaufen und alles, und wir sind Schüler, wir kaufen nichts. Wir haben sogar einem Typen die Namen von Ärzten gegeben, bei denen er versuchen kann, seinen Shit zu verkaufen. Ja, Ja, haben die GG. Ärzte da, die das brauchen könnten, und wir haben es überlegt, so, ja. Von der und dem Standort, der Doktor ist auf eine Liste geschrieben, ihm so gegeben. Oh, geil. Die Vorlesungen waren zwar interessant, aber von 8 bis 16, 17 Uhr nur Vorlesungen. Meistens auch von Sachen, wo du schon weißt, ich saß drin die ganze Zeit. Am Einnicken.
Ich wollte immer die letzte Reihe, weil da hätte ich pennen können, ohne dass es ihm auffällt. Nein, wir haben uns immer so drei Reihen vorgesetzt. So. Perfekt. Du kannst nicht schlafen. Wie schaut das denn aus, wenn dann hinter dir einer ist und du schläfst die ganze Zeit? Nein, die wollten nie die letzte Reihe. Ich wollte bloß schlafen. Ich musste dann irgendwie alle 10 Minuten, wenn ich aufgestanden und rausging oder so, weil ich hab's nicht hinbekommen. Ja, dann war der erste Tag dann auch immer vorbei. Wir haben uns zu Werbegeschenke geholt. Warte, habe ich das da? Ja, warte. Das ist das Beste, was ich bekommen habe. Das Beste. Ein Gehirn aus Stressball. Oh mein Gott. Gehirn aus Stressball. Mega geil. Mega geil. Ja. Es hieß danach. Ich überlege gerade. Wir sind danach, glaube ich, wieder essen gegangen. Okay. Genau. Ja, ich muss jetzt überlegen, was passiert ist. Wir sind natürlich gleich vom Kongress mit dem E-Roller abgedüst. Die anderen drei, zwei und ich. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo wir hin sind. Ob wir wieder Alki gekauft haben oder nicht. Sind am Abend auf jeden Fall. Also wir sind zurück. Ich glaube, der andere ist nochmal duschen gegangen oder so. Und da mussten wir halt zu dritt zu dem Restaurant, weil die sind schon hingegangen, wir aber nicht. Und einer von uns, Kollege Nummer 1, war das Navi. Egal, wir haben 3 Runden um den Block gedreht, weil wir einfach nicht das Restaurant gefunden Oh haben. mein Gott. Er hat uns so oft und es war so gottlos. Da kam er dann und ich muss ehrlich sagen, ich habe da glaube ich 15 Euro für eine Salami-Pizza, Diablo oder so Boah, gezahlt und es krass, war nicht Junge. mal die beste Pizza. Es war nicht mal eine gute Pizza. Ja. Da haben wir da ein bisschen geredet und so und dann ging es zum Zahlen und ich meinte, yo, ich will jetzt saufen wieder. Also habe ich mich gemeldet, ich will schon mal zahlen. Ja, sie müssen vor zu der Kasse gehen. Ich so, okay. Hab gezahlt, setz mich hin. Ein Kollege Nummer 2 fragt mich so, ja, hast du jetzt schon gezahlt? Ich so, ja. Und da geht er auf einmal voll auf, warum ich so ungeduldig bin und extra zur Kasse gehen, um zu zahlen. Ich so, es geht nicht anders. Sie hat gesagt, ich muss zur Kasse gehen. Nein, hat sie nicht. Und dann, ich denke so, okay, fuck off. So 10 Minuten später, er so, ich will gerne zahlen, sie. Er müsste sie zur Kasse gehen. So, ich war so happy, weil mir dachte, und, weißt du, und. Ja, zweiter Abend war noch gottloser. Da war dann eine andere Person noch dabei, Lehrer Nummer 2. Da wurde dann auch Mario Kart zum Trinkspiel gemacht. Ich habe nicht mitgespielt, weil ich kann nicht mit einem Joy-Con von der Switch Plus spielen. Ich brauche meinen ganzen Controller hier. Und es wurde immer gottloser, da wurde es auch immer später. Es gab noch einmal richtig zum Stress mit der Bibelgruppe, weil wir waren draußen, also sei es mal eine rauchen. Also weiß ich nicht, dass es so selten ist, sondern über einen Kongress haben wir einfach mal an den Tagen mehr geraucht als weiße Rauch ja nicht. Also nicht das. Und also sind wir draußen und da fangen die das Schreien von oben an. Die scheiß Bibelkinder aus dem Badezimmer. Und Kollege Nummer 1 und ich waren halt schon ein bisschen mehr betrunken und gehen halt hin und haben mit denen das Reden angefangen. Und da wollten die uns die ganze Zeit mit so Wasserflaschen aufspritzen. Wir haben gelacht, dass es nicht geht. Drehen uns um. Jugendherberge Mitarbeiter steht da. Ich weiß schon, wie spät es ist, oder? Es ist Nachtruhe. Ich würde aber jetzt reingehen, wenn ich hier wäre. So, okay, gut. Haben gelacht, sind reingegangen wieder. Da saß dann auch unsere Lehrerin und Kollege Nummer 1 raucht eigentlich nie. Und die vergöttert den Gefühl irgendwie so mäßig. Und sie steht so auf und geht jetzt zu ihm hin. Haben sie geraucht und snifft einfach an Oh ihm. mein Gott, Alter. Haben wir den noch geredet, so gut, sind ins Zimmer und dann kam halt die Gruppe, weil die wollten Alkohol. Haben dann aber auch die ganze Zeit im Zimmer geklopft und als wären sie die coolsten so mit uns geredet, als wären sie auf unserem Stand. Und sie wollen jetzt Alkohol und wir so, verpisst euch. Einmal ist dann auch unsere Lehrerin raus, ist sogar zu denen ins Zimmer. Und irgendwie 10 Minuten später wurde wieder geklopft und ich saß an der Tür und ich so, okay, fuck off, so auf Tür aufgemacht, mäßig. Stand der Lehrer von der Bibelgruppe vor der Tür. Haben wir gedacht, okay, es kann jetzt gut oder schlecht ausgehen. Er hat sich entschuldigt. Ja, gut.
Guter Mann, hat sich entschuldigt. Er hat gesagt, gut, passt, die machen nichts, wir machen nichts, passt, schönen Abend noch, tschüss. War dann noch ein wilderer Abend und irgendwann, ich bin da schon mal zurückgegangen ins Zimmer, weil ich keinen Bock hatte, weil die waren echt laut. Und irgendwann um 1, 2 Uhr morgens, ich war eine Stunde in meinem Zimmer am Handy oder so, dachte mir so, ja, ich muss die jetzt mal holen, Alter, wir müssen morgen aufstehen. Und wir haben so ein paar, und die eine von davon halt, war von ihrer Freundin schon, glaube ich, ein bisschen genervt. Auf jeden Fall hat die so gemeint, so, ja, nimm die zwei mit. So, nimm sie endlich mit. Ich so, okay, gut, mitgenommen. In den Gang gezogen, so. Und Kollege 1 stand halt schon an der Tür und wollte aufmachen. Und ich stand mit Kollege 2 noch im Gang. Und dann ging die Tür auf, die gegenüber von uns. Und die Lehrerin von der Bibelgruppe stand da. Und wir sind ja Jugendliche und wir sind so laut und was nicht alles. Und eins oder andere, Viktor hat so gelacht, er musste ins Zimmer reingehen und die Tür schließen. Und Kollege Nummer 2 stand einfach bloß da und starrt sie so an, so: Einmal sagen reicht. Es reicht einmal. Einmal reicht. Ja, hast verstanden. Einmal reicht. Es reicht einmal. Die hat aber nicht aufgehört. Es ging so immer so, sie sagt was: Einmal reicht. Viktor hat einfach so die Tür zugemacht. Ja. Ja, am nächsten Tag noch später aufgewacht, sogar so spät, dass wir einfach einen Treffpunkt verpasst haben. Also wir sind halt voll verkatert, dann mit den E-Rollern zum Kongress gedüst und sogar noch vor ihnen aufgetaucht. Und auch wieder, wir mussten aber schon mit Gepäck fahren. Also ich hatte meinen Werkstattrucksack hinten, aber ich hatte meinen normalen Rucksack dann vorne so drüber. Mein Gott. Und dazu fahren war einfach so gottlos. Es war schon zwischendrin, wo wir Alkohol geholt haben und Tüten vergessen haben. Und du kannst mit dem E-Roller nicht fahren und gleichzeitig eine Wodkaflasche halten. Nicht, weil du aufgehalten werden kannst, sondern du brauchst den E-Roller, brauchst du beide Hände. Du brauchst die Kontrolle. Auf jeden Fall, dann danach sind wir dann endlich zum Bahnhof. Nachdem wir noch ein Bild mit dem Präsidenten von diesem Neuro-Ding da gemacht haben. Sind zurückgefahren, waren alle komplett fertig. Wir mussten ewigst lange warten und es war einfach alles scheiße. Glaube ich, So ja. lange Verspätung, sind dann irgendwann um 10 oder so, ne, um 9 oder halb 10 mäßig, also 2 Stunden später, in München angekommen. Gleis, keine Ahnung, irgendwo in der Mitte und wir müssen, du weißt, zu welchem Gleis man muss, wenn man heimfahren will bei uns. Ja. Und wir waren aber ganz hinten im Zug. Und wir so, okay. Wir haben schon die eine Mitarbeiterin gefragt, ob er warten kann. Die meinte, nee, der Zug wartet nicht. Okay. Wir haben 3 Minuten. Ich habe dann Sportmodus aktiviert. Ich habe sogar diese Seitendinger zugemacht bei meinem anderen Rucksack. Boah, Junge. Und da habe ich den vorderen richtig festgezogen, dass da überhaupt kein Raum zu spielen ist. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich war so am Arsch. Und dann ging es los. Die Tür geht auf und dann. Wir hatten es schon mal. Und es sieht immer wieder göttlich aus. Wenn du 20 Leute hast, die wo links, rechts und alles so ein Bahngleis entlang stürmen. Und der kleinste von uns, wo wir niemals erwartet hätten, dass der was packt, also so, ich hab's nicht erwartet, so. Der macht einen Sport und so, der raucht Shisha, was hier alles. Der zieht davon, das wäre Usain Bolt. Persönlich. Ich war noch nie mal bei meinem Gleis runter, da habe ich den Rest schon beim anderen wieder hochsprinten sehen. Ja. Sind dann gesprintet, sind bei dem angekommen und dann stand da eh schon der Typ. Und es war wieder genau wie das letzte Mal. Wir steigen ein und der Zug hat so viel Verspätung zum Losfahren, dass die wohl gegangen sind, kommen konnten. Und dann stehen wir da zu 20 drin, voll am Schwitzen, Digga. Der Zug war voll, das war so unangenehm. Und meine Lehrerin dann noch zu den Typen so: Ja, wollen Sie unsere Karte? Und er so: Ich hätte seit einer Stunde hätte ich Feierabend, ich mache Überstunden, lass uns die Karte, selbst wenn es keine hätten, mir wäre es egal, ich sollte ja auch schon nicht mehr arbeiten. Legend. Sind viel zu spät endlich angekommen, bin dann nach Hause gefahren, das Problem war, dass meine Scheibe einfach so teils gefroren und teils aber angeschlagen war und es ging nicht weg. Okay, Ich bin da trotzdem krass. gefahren, hatte keinen Bock mehr. Und es gab noch ein paar Zwischendinge-Momente, aber das war so die Kiste von allem, war.
Ein reiner Fiebertraum. Reiner Fiebertraum. Eine Kollegin im, ja, nach dem Sprint, eine Kollegin so im Zug so. Sie steht so da, so richtig fertig, ist richtig am Schlaufen. Ja. Oh, ich glaube, ich werde gleich ohnmächtig. Meine Lehrerin so, okay, macht einen Schritt zurück. Geben Sie uns Bescheid. Dann können wir auf die Seite gehen, wenn Sie umfallen. So, lieber auffangen, einfach auf die Seite gehen. Keine 20 Sekunden später, auf einmal so BAM. Oh Gott. Und wir stehen da und schauen sie so an. Das ist keine Vorwarnung gegeben. Ich würde dich nochmal hinfahren. Finde es nichts für Schüler. Bisschen hoch, ein bisschen zu hoch. Das Saufen war gottlos, ich bereue aber nichts. Ja, Bibelkinder, die Junge, einfach anstrengend as fuck. Also, ich denke, normale Grundschüler sind schon anstrengend, aber Bibelkinder, Alter, die legen da noch eine Schippe oben drauf. Gottlos. Ja, ich werde so schnell auch nicht mehr mit dem Zug fahren. Ich hasse es. Einfach gar nicht mit Werden dem so Zug. eine, ich würde mal sagen, so Mittelschulalterklasse, wo sich aufgeführt haben wie die größten Babos in dem Zug, Alter. Und wir hatten so leere Pringles-Dosen und wir waren so knapp davor, die einfach erstmal so durch den Zug sofort zu jieten, Alter. Aber nicht getan, aber nicht getan. Natürlich, Haben wir nicht getan. Wir waren natürlich, nett. natürlich, natürlich. Ja, voll. Niemand wurde verletzt. Niemand wurde verletzt. Berichtet zur selben Zeit, hat Naja. nichts damit zu tun. Ja. Erstmal, Kassel war ein Fiebertraum. Ganz simpel. Es war ein reiner Fiebertraum. Glaube ich, ja. Sonst ist, glaube ich, gar nicht so viel Krasses in Kassel. Das Beste an Kassel waren die E-Roller. Wie kann man Waren sich einfach so die hart dafür E-Roller. begeistern? Ist mir ein Rätsel. E-Roller sind so göttlich, Es wenn ist du mir mal ein von einem Ende Rätsel. der Stadt zum anderen musst. Du fährst da chillig mit 30 km/h. Fährst du da, das ist mega geil. Kollege 1 hatte immer den Roller, der wo am langsamsten war. Ja, das war eigentlich Kassel. Ich glaube, seit Kassel ist auch nichts Spannendes mehr passiert. Okay. Was wann? War ich dann. Ach, Kassel war während meinem praktischen Einsatz. Ich glaube Ja, da ist ja. wirklich nicht viel Spannendes passiert. Perfekt. Außer dass unser Gerät mal gestorben ist, aber passiert auch immer wieder. Warte. Erst einmal überlegt, wie viel darf ich überhaupt erzählen von Kassel? Ist mir aufgefallen, dass schon Bilder davon veröffentlicht wurden, also juckt's Perfekt. keinen. Es gibt keine. Nichts mehr zu verheimlichen. So. Ich habe gerade mal nachgegoogelt. Okay. Und zwar dachte ich mir, ich muss später noch wohin. Und da wollte ich jetzt davor eigentlich nicht trinken. Aber ich habe jetzt mal einfach nachgegoogelt, wie lange es dauert, ein Bier abzubauen. Ich hasse es, dass man hier einfach den Staub sieht, der hier rumfliegt. Ne? Die ganze Zeit vor meiner Kamera ist irgendwo so ein Staubding. Ich muss mal ein Rollo zumachen, dass man es das nicht sieht. Okay. Der Vorhang reicht auch. Ziehen wir es nicht mal ganz so krass. So, auf jeden Fall habe ich jetzt einfach mal nachgeschaut. Und hier ein Bericht von kenndeinlimit.info heißt, also da heißt es, eine Frau kann ein kleines Glas Bier. I don't know, was ein kleines Glas Bier ist. 0,5 wahrscheinlich. Davon gehe ich jetzt einfach aus. In 3 Stunden circa abbauen. Ein Mann mit 80 Kilo circa 1 bis 2 Stunden. Das ist krass.
Ich glaube, pro Stunde ist es 0,1, oder? Genau, pro Stunde 0,1 bis 0,2. Dann könnte ich jetzt auch ein Bier trinken, eigentlich. Theoretisch ja. Ich muss aber nirgends hinfahren, also. Dann kannst du sowieso trinken. Was hat dich denn aufgehalten, ne? Hatte nichts für eine Gurs. Ja, Goss. Ja. Let's go, Schmorsocks, ne? Ich schau da was. Kenn dich mal. Hurensohn. Jetzt wollte ich sagen, ich hole mir eine Gurs. Ich hab keine Gurs. Da hole ich mir jetzt mal ein Digga, der Typ. kühles Blondes. Ein kühles Blondes. Was ist jetzt hier? Nichts Relevantes. Dann gehe ich jetzt auch noch mal kurz, warte mal ganz kurz. Ich misch mir nix. Ich auch nicht, aber ich will aus dem Glas trinken. So, jetzt bin ich prepped. Keine Ahnung, wie viel Schaum. Wie viel Bier da jetzt drin ist. Warte, wie viel Aber. Prozent hat das? Oh Gott. Sind vielleicht doch keine Egal. 5 gewesen, weil es ein. Ah, ein Weizen-Doppelbock habe ich erwischt. Ja, cool. Ja. Ja, es sind halt keine 5, sondern 8. Passt schon. Geht genauso schnell. Prost. Oh, stabil. Ja. So, du hast es also nichts mitzuzählen. Ich überlege, was in der Zeit war nach mein Einsatz und der Schule, aber ich kann mich an nichts erinnern. Nichts, Okay. was irgendwie. Ich meine, die Autostory habe ich ja letztens schon mit eingebaut. Ja. Aber seitdem ist irgendwie alles ziemlich langweilig. Perfekt. Außer, dass ich mehr Lohn habe und mir schon aufgefallen ist, dass ich mir da das Gefühl gerade immer mehr kaufe. Ich meine, du kennst ja mein wundervolles Ding. Ja, dann Schlagring. Scheiße, ich hätte mir Schlagring kaufen sollen. Ist es überhaupt legal in Deutschland? Darfst du überhaupt legalen Schlagring Nein, kaufen? nein, Ne? nein, überhaupt nicht, Alter. Warum denn nicht? Das ist doch einfach nur. Das sind doch einfach nur Ringe. Das ist eine zu heftige Waffe. Schwach. Aber einen Baseballschläger darf ich kaufen, um Sport zu machen. Okay, ja, ich sollte vielleicht mal meine Es Liste schmeckt aufmachen. richtig komisch, das Bier aus diesen Dingen zu trinken, ne? Ja, hast du ihn davor ausgewaschen? Der stand da sauber, ja. Das ist. Ja, normalerweise trinke ich halt eher was, wo auch dafür zugänglich ist, weil das hier. Das ändert halt seinen eigenen. Das ist ja so Ja. Metalleisen etwas, sondern. Das Gemisch mit Bier, normalem Bier, war, glaube ich, keine gute Idee. Okay, ich Eigentlich habe habe auch nichts anderes zum Mumpfeln, also ich muss damit leben. ich hab noch so ein paar Dinge aufgeschrieben. Ich war in Berlin, ne? Nämlich mal so für 3 Tage oder so. Auch schon wieder ein paar Wochen her. Und das Geilste war in unserer Straße, also wir sind, es ist nicht viel passiert, aber das Geilste in der Straße, in der unser Hotel war, war einfach mitten in der Stadt so ein Bauhaus, so ein Baucenter. Wo ich mir denke, yo, braucht man sicherlich ziemlich oft da. Ja, so ein Bauhaus, so ein. Wie so ein Hagebau halt. Wo ich mir denke, wer fährt mitten in die Stadt in Berlin und geht da rein und holt sich jetzt irgendwie so ein Brett Holz, weil er zu Hause irgendwas bauen will? Oder nimmt sich das mit in seine Wohnung? Also, irgendwie, ich habe den Sinn dahinter nicht verstanden. Weil so Stuff. Save Annie.
Die Scheiße, wie wird das genannt? Die Hannelore. Annelo, ach so, mein Gott, ja. Ja, nach Berlin gezogen und Terrassenumbau, Terrassenumbau. True, ja. Ja, das war also eine weirde Sache, die ich gesehen habe. Also, die mir aufgefallen ist, dann, Berlin ist einfach absolut Arsch. Ich mag Berlin überhaupt nicht. Also, es ist so die schlimmste Stadt, in der ich war bis jetzt. Wobei, ich meine Sizilien, ne? Und Sizilien war einfach, das war eine Ruine, das war keine Stadt mehr. Das war, Oh Gott. Sizilien war so schlimm, der, wir, also, ja. Keine Er Ahnung, kann nicht mal noch ja, erklären, Digga, Alter. da war keine Straße, das war alles nicht, keine Straße nicht, sondern es war irgendwie so halb gepflastert, halb nicht. Jede Ecke stand irgendwo, lag irgendwo jemand einfach auf dem Boden, ne? Überall lagen Müllsäcke irgendwo rum. Also das ist Italien, also Sizilien da unten ist wie willst du 18. Jahrhundert irgendwo in Deutschland rumlaufen. Also das war Ich war schlimm. damals bis Abschlussfahrt Berlin und Ja, Berlin ist auch echt nicht geil. da werden Drogendealer fast von dem Lastwagen überfahren worden, nachdem wir uns was anlieben wollten. Also. Ja, das wäre auch gut gewesen für euch. Ihr habt euer Geld zurück und vielleicht hat er noch mehr True! dabei gehabt. Ja, es wäre schon gut gewesen, wenn das nicht auf offener Straße neben den Gedenkding von der Mauer macht, wo hunderte Leute sind, die zuschauen. Am helllichten Tag. Ja, warum denn nicht? Okay. Genau, also selbst Paris war sauberer als Berlin. Ja, selbst Paris. Dann, was soll ich noch? Genau, wir hatten im Hotel so eine eigene Hotelbar. Und da war so ein Barkeeper, der übelst die chilligen Vibes gegeben. Der hat aber Barkeeper sind immer die sein chilligsten. Leben genossen. So. Der hat immer so ein Lächeln drauf gehabt, so ein Smirk. Die ganze Zeit rumgelaufen, so, ja, was darf es heute sein? Und mal mit einem Bierchen und. Hatten wir in Griechenland einen. Da waren wir die einzigen im Hotel, weil das war außerhalb der Touristenzeit. Perfekt. Und dann hat er nur so er für uns gekocht und das war eigentlich für so ein, zwei Wochen, bevor dann die anderen kamen. Ey, das war einfach richtig nice mit dem, weil du konntest auch so währenddessen dann mit ihm unterhalten und so. Und es waren halt nur wir. Wir Das ist auch geil. waren voll happy. Glaube ich, ja. Die, wo in Marokko waren, die waren auch chillig. Marokko Aber es wird. wusste, Ja. das war. Die, wo uns immer zu den Spielen Ich glaube. überzeugen wollten. Ja. Und wir haben immer Nein gesagt, dann haben sie den Praktikanten vorgeschickt und wir haben es gesehen. Und er so richtig schüchtern, so, ja, do you want to play the game? Wir schauen uns so und so, ja, sure, und stehen auf und die anderen im Hintergrund. So geschockt alle, so, wie der Praktikant hat es Ja, geschafft, obwohl es wir seit einer Woche versuchen. ist aber auch ein geiler Move gewesen. Ja, To die be waren aber honest. auch, die sind einfach anders. Da war so, Ja, wir haben ich uns kann einmal auch mir. so Poolgymnastik gemacht. Aber der Typ, wo es gemacht hat, der war von der anderen Welt. Der hat eine Poolnudel aus Peitsche genommen und neben dich die ganze Zeit ins Wasser geschlagen. Schneller! Faster! Oh Gott. Faster! Er wollte einfach so History repeaten, ne? So ein bisschen. Das war so ein Sklaventreiber. Einfach mit der Poolnudel, einfach die ganze Zeit so, faster, faster! Boah, Ja, geil. vorbei war es dann, als ich Kaffee mit Zitrone haben wollte. Nee, das war in Bulgarien. Das war in Bulgarien, Kaffee mit Zitrone. Ein Joke war ich für die noch. Ja, mein Vater wurde auch, wie er damals in Marokko war, total verarscht von den Leuten bei dem Hotel, weil er Orangensaft gesagt hat. Und nicht Orangensaft. Was? Ja. Die waren in so einem deutschen Hotelkomplex. Und er hat halt Orangensaft bestellt. Und Oh. nicht Orangensaft. Und deswegen haben die. Oh, Orangensaft. Die ganze Zeit haben die ihn da verarscht. Weil ich mir denke so, what the fuck? Ja, natürlich. Ja, ich war in Berlin, dann. Ja, wir hatten eigentlich nur 2 Tage Zeit, wirklich. Wir waren am ersten Tag sind wir irgendwann um 9 oder so erst angekommen. Dann, zweiter Tag, sind wir in den Zoo gegangen. Einfach nur aus dem Grund, weil es da einen Kiwi gibt. Ah, Diesen Vogel von Neuseeland. Und er war cool.
Habe ich ein paar Fotos gemacht, aber weil der halt nachtaktiv ist, war das in so einem dunklen Raum und du konntest nicht wirklich gut Fotos machen. Wie machen die den Schlafrhythmus für das arme Vieh, wie der am Tag schon im dunklen Raum ist? Ja, die machen halt dann. Die haben den halt umtrainiert, dass die halt am Tag wach ist im Dunkeln und abends werden die dann hell machen, I guess. Ist I ja guess. gottlos. Ja, ist irgendwie gottlos, ja, aber ansonsten hast du keine Chance, den irgendwie zu sehen. True, ja, gut, true. Aber es war geil. Der ist die ganze. Der ist dann irgendwo so random von hinten vorgekommen, weil es war so ein langer Raum irgendwie. Und irgendwo links oben auf so einem Ast saß noch irgend so eine Eule oder so, die hat mich nicht interessiert. Ich wollte nur den Kiwi sehen. Und dann irgendwann kam der so unten hergelaufen, hat vorne die Futterschüssel umgestoßen, ist die ganze Zeit so hin und her gelaufen und ist wieder zurück. Der hatte. Ich weiß nicht, was der vorhatte, aber der hatte Spaß, glaube ich. Genau. Nee, es war voll geil, weil wir sind da, keine Ahnung, so 10 Minuten oder so drin gestanden und haben den zugeguckt, wie er so von rechts nach links gelaufen ist. Und es sind immer wieder Leute reingekommen, die haben dann so geschaut und gesagt, so, ja, sieht man da gar nichts, und sind wieder rausgegangen. So innerhalb von 10 Sekunden oder so. Und wir standen halt die ganze Zeit und haben dem zugeschaut. Und als wir dann raus sind, da war so Vorhang und so Dinger halt, dass halt kein Licht reinkommt. Und sind dann raus und dann sieht man nur so einen Zoo-Mitarbeiter links von uns stehen, so, keine Panik, keine Panik. Und ein anderer Zoo-Mitarbeiter läuft gerade mit einem Kescher auf uns zu. Du leckst Mann, was ist denn los? Mann, deine Facecam war auch gerade ja, weg. deine Noch auch mehr gerade. Stammbildern, jetzt ist sie Ja, wieder da. Mann, Alter. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe nichts offen. Es ist so dumm. Jetzt Jetzt haben wir da. irgendwo ein Wetter in der Nähe. Nee, eigentlich nicht. Egal, also auf jeden Fall, wie viel gehört hast du mich, oder? Ja, das war so abgehakt und dann auf einmal hat Discord versucht, seinen ganzen Satz in so 5 Sekunden durchzuspielen. Also wärst du so auf Geschwindigkeit 2 eingestellt gewesen. Also, wir sind dann aus diesem Wir Raum, sind rausgegangen, genau, das sind ist rausgegangen und links genau. von uns stand dann so eine Zoo-Mitarbeiterin. Die meinte dann noch so, ja, keine Panik, keine Panik. Und ein anderer Zoo-Mitarbeiter kam gerade straight auf uns zugelaufen mit so einem Kescher. Also, weil da halt irgendwo, weil es war in so einem, wo eh nur Vögel drin waren und da ist irgendwo einer ausgekommen und der versucht ihn mit dem Kescher zu fangen. Ist aber als What? straight so auf uns zugelaufen mit dem Kescher. Wir dachten, what the fuck ist jetzt los? Ja. Okay. Zoo ist cool. Gab's noch Geil. paar Pinguine? Wow. Ich war so lange nicht mehr in einem Zoo. Jahre schon nicht mehr. Ja, du wolltest nicht. Da war ich noch ein Kind. Du wolltest im Sommer nicht. Ich überlege gerade, es ist, die Erinnerung ist wieder Du schon weg. wolltest arbeiten gehen. Ach so, ja, gut, ja. Ja. Ich war ja arbeiten, stimmt. Ja. Ja, genau, das Ja, war. mein Gott. Ich weiß nicht, wir waren dann halt im Stadion, haben Fußballspiel angeschaut. Ansonsten war eigentlich in Berlin dann gar nichts. Aber war cool. Oh ja, stimmt, Hey, mir fällt wir haben Döner gegessen in Berlin, weil wir so gesagt haben, so ein echter Berliner Döner, das wäre eigentlich schon mal zum Probieren. Und dann sind wir so zum erstbesten Laden gegangen, den wir gesehen haben uns einen Döner gekauft, sind aufs Hotelzimmer gegangen, haben den gegessen und während wir bezahlt haben, habe ich noch so rechts kurz auf so dieses Menü geschaut und unten stand einfach so, ja, fleischlose Döner. Ja, geil. Ich habe mich erst schon, eh schon gewundert, als wir da hingegangen sind. Bahnhof Berlin XXXL. Okay, krass. Muss ich mir merken, falls ich doch noch irgendwann mal in dieses Loch will. Da haben wir auch Jody getroffen. Wen? Wir standen so da und warten so, bis wir zum Zug können. Und mein damaliger Schulkollege auf einmal: Ist das Jody? Schmeißt deine Tasche weg und sprintet dahin, Alter. Ach so, geil. Jody war Ah, riesig bei Freunden, ja. ja. Ja, ich Die hab's ist gerade nicht so verstanden. klein! Die Ja. ist so klein! Die ist so Mobi-Größe! Wer? Kleiner! Was? Bobby ist größer. Mobi! Wer? Ich hab's hier nicht verstanden.
wenn ich wieder geredet habe. Mubi ist doch kleiner als. Mubi ist aber größer als ich, glaube ich. Ich stand, glaube ich, noch nie straight neben Mubi. Ich glaube, der ist größer als ich. Ist er? I don't fucking know. Ist er? Ich weiß es nicht. Wüsste ich es aber. Neben dem. Ich sehe wüsste immer es nur auch. so sitzen. Ich auch. Doch, ich stand mal gegenüber von ihm, aber ich habe da nicht drauf geachtet. Obwohl, es ist, glaube ich, nicht Sie viel ist klein. Unterschied. Sie ist auf jeden Fall klein. Sie ist klein. Sie ist auf jeden Fall klein. Ja, okay. Nee, auf jeden Fall haben wir dann veganen Döner gegessen. Weil ich mir eh schon erst dachte, so, warum sieht dieser Fleischspieß so komisch aus? Ah, weird. Ja. Ja, wir haben dann trotzdem gekauft und ja, war gut. Man hat eigentlich echt keinen Unterschied geschmeckt, weil das Fleisch eh nur noch Fett schmeckt. Also eh nur Fett und den Gewürzen halt. Also, war halt ganz normal. Aber in unserer Straße waren tatsächlich nur vegane Döner. Also die anderen Läden, die Fleischspieße sahen genauso aus. Also irgendwie weird. Wow. Deine Facecam war gerade unsync mit deinem Zoom. Alter, was ist denn jetzt los? Ich mach Ja, Köln, mach. diese Anzüge. Okay, ich mach neu. Da fehlen mir so viele Urlaubsstories mit guten Kellnern ein, es ist gottlos. Hier. Ich bin zurück. Ich hoffe, es ist nicht mehr Async. Hallo? Lebst du noch? Ja, warte, ich Okay. muss bei der zweiten Dinge an. Ich hoffe, ich habe jetzt keine Dokumente auf meinem Bildschirm, auf meinen zwei Bildschirmen, die wo. Hättest du sogar was vor? So. Ich glaube, Marokko war auch der Urlaub, wo Frösche abends in den Pool wollten. Frösche. Wo er nicht geht, weil die sterben würden. Ja. Aber da waren so viele Frösche, gottlos. Du hast sie schon gehört und irgendwann hast du sie auch gesehen. Oh Gott. Ja, aber warum wollten die da rein? Die wollen doch Weiß nicht. normalerweise zu dem zurück, wo sie geboren wurden, ne? Ist doch das, oder? Ich hab keine Ja, Ahnung. Putzige egal. kleine Fliege, Ja, die Frösche sind sind cool. cool. Amphibia lässt grüßen. Irgendwas, sein Facecam hat immer noch Ruckler und Stampfen. Das ist. Ja, schon mal einen guten Anteil. Ich weiß nicht, wie viel noch kommt. Sollen wir vielleicht morgen nochmal den Rest schauen? Vielleicht läuft es dann besser. Können wir machen, das wird einfach passieren, jo. Es ist auf jeden Fall auch noch unsync, also. Okay, dann machen wir eine kurze Pause für euch. Machen wir kurze Cut. Ja. Ach, Okay. Humi. Garumi, Garum. Garumi. So, Digga, schau mal das Glas an. Das ist 0,33er Glas und hier habe ich 0,33 Flasche reingeschüttet. Ein bisschen knapp. Es sind 0,33? Ja. What? Das sah so wie. Was? Das sieht so groß aus. Ja, das ist 0,33. Das ist aus der Flasche. What? Der Flasche. Heftig. Und da steht 0,33 L. Hast du das schon getrunken, ne? Wenn die Flasche leer da steht, dann ja. Ja, hab's getrunken. Aber wann? Ich glaube, das hast nicht du getrunken. Okay. Also meine Aufnahme läuft. Ja, meine auch. Ich hab den Biertalk auch schon drin gehabt.
Nice. Okay, gut. Ich habe noch so Okay. ein paar kleine Themen. Nice. Seht schon, es sind schon so Let's ein go. bisschen nach dem Cut. Wir haben uns umgezogen schnell. Und zwar, ich hab ein paar so dumme Themen drauf. Womit willst du anfangen? Gib mir eine Zahl zwischen 1 und 4. Zwei. Perfekt, wir haben ein Quiz. Ich Ah! habe ein Quiz vorbereitet. Oder was heißt vorbereitet? Ich habe ein Quiz mitgebracht. Jetzt muss ich ganz kurz schauen, wo ich das finde. Ja, okay. Das ist das englische Wort. So. Jetzt sind wir mal wieder auf BuzzFeed unterwegs. Ich starte dir die Übertragung. Ja. Ich kenne das schon. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Ich habe das mal random auf Insta gesehen. Ich kann sein, dass ich es dir sogar geschickt habe dann. Jetzt mal hier rüber. Ah, wir testen die Unity. Was? Ja, welches Urinal benutzt man in der Situation? Zoom mal ein bisschen näher rein. So. In der du kommst jetzt ins Klo, welches Ja, die Pissoir benutzt Mitte, die goldene Mitte. die goldene Mitte? Ja, war noch easy. You should pee in the middle urinal. Klar. In der Situation auch noch easy. Ja, das ist ganz recht. Genau. Easy. You should tinkle in the rightmost urinal. Okay, das hier. If you had to, also. Also du musst eins auswählen. Ich wollte gerade sagen, ich Nee, du musst eins warte. auswählen. Oh Gott, Das ist also. jetzt, ey, jetzt wird's tricky, ne? So Was? langsam. Die sind doch alle drei beschissen. Ja, aber es gibt Unterschiede. Gibt Unterschiede? Ja. Also ganz klar, das ist es nicht, weil da bist du einfach Ja, dann okay, ja, true, wenn du einfach dich in die Mitte between zwei. reinstellst. Genau. Das zwischen den beiden gibt es auch einen Unterschied. Wo würdest du dich Wenn ich hinstellen? das linke nehme. Das linke, okay. Dann frage ich mich zu dem Typen mal, Nee. You was? should pee-pee in the middle urinal. Der denkt sich doch dann auch so, warum stellt er sich jetzt genau neben Ja, mich? aber da denkt er sich doch, warum stellst du dich genau neben mich und kesselst mich ein hier? Ach so, Ja. Das okay. ist ja eine ganz eigene Wissenschaft. Okay. Which urinal is the most socially acceptable to use in this instance? Ja, okay, jetzt müssen wir wieder easy. Die Mitte. Ja, you should go number one in the middle urinal. Okay. Ja, alle, die wo einen Abstand zu ihm haben, oder? Ja, nee. Ah, nee, wohl. Mitte oder das zweite von rechts? Da hast du ja auch, wenn jemand nochmal kommt, hier einen Genau, das Abstand. ist nämlich der Punkt. So, weil wenn du hier hingehst, blockierst du Ja, einfach genau, die beiden, ne? dann. Ja. Genau, also entweder das oder das meintest du, oder? Ja. Okay, wow, ja, gut. Er meint es die beiden nur. Aber ich check nicht, warum das Hä? hier. Ja, stimmt, hä? Das macht keinen Sinn. Also es ist schon das oder das. Hätte ich jetzt auch gesagt, ist das Akzeptabelste. Warum steht auf einmal bei Schutt hier? Ja, Mitte wieder. Where should you wee? Wee in the middle. Digga, was für so ein Fiebertraum. Ja. Quick, make a snap decision. Ja, Die okay. sind doch alle scheiße. Ja, aber die mittleren sind mehr beschissen. Du, also entweder ganz rechts oder ganz links, kannst du dich noch wegdrehen. Genau, ja. Das ist auch die richtige Seite. Either of the side urinals are the only semi-acceptable options in this situation. But really, you should be using a stall.
Einfach warten. Boah, Junge, ja. Junge, so geil. Gun to your head, where are you weeing? Ja, okay. Ja, dann wäre es ja der zweite von rechts nach der Logik vom Ja. letzten Mal, 6 von ja. 8 haben wir, sorry. You should pee in the urinals second to the right. Ja, eigentlich 7 von 8. Der eine mit dem ganz Ja, rechts und so, stimmt. Der, oder? das war Arsch. Ja. Das war das Quiz, was ich mitgebracht habe. What do we think? Lol, what the fuck? What? Win Win? cute. Oh mein Gott. Fail. Ach, BuzzFeed. Is it weird that I got 10 out of 10 and I'm a girl? 10 out of 10? Das sind nur 6. 8. Was? Schlecht, so schlecht. You got 8 of Ja. 8. You know you're way more. You're way around a urinal. Aha, I'm a girl, never been near a urinal. While all of us females getting 7 out of 8 and 8 of 8 correct with no penis. Ich bin schon, dass es hauptsächlich Lol, me too. Frauenkommentare sind. Mao, same. Lol, same. Ja, was ist das denn? Entire comment section 8 of 8 out of 8 and I'm a girl. I am a lady and got all of them right just because I apply the same logic to the bathroom stalls. Was? I got 8 out of 8. Jo, hat sie eigentlich Ja, auch irgendwann? Bullshit, I'm a Bullshit, girl. Bullshit, Bullshit, And I'm a Bullshit. girl. I call Lol, Bullshit. I'm a girl, they got Bullshit. 8 out of 8. Bullshit, Bullshit. Ich komm, nee, ich komm Bullshit. Da war ich ein Bild, da war ein Bild. Nie Leben. It's funny how I got 8 out of 8 when I'm a girl. Gurr. Ich liebe es, dass du wirklich nur Frauen hier kommentieren. Was zur Hölle? Do I know my way around the urinal because I've never Scheiße. used one before? I'm a girl, so I wouldn't know. You should never Junge, use a das ist voller stall. Janitor in a New York City high-rise stall peers are the bane of my existence. Digga! You got 8 out of 8? You know your way around the urinal. Haha, never used one, I'm a female. Ja, komm, Bullshit, Alter. Ja, das ist. You're reading my username vor 3 Jahren. Legend. Oh, okay, was hat BuzzFeed noch so für uns? Pick your favorite black look, jawohl. Would you make a good teacher? Ja, komm, wir schauen uns mal an, ob wir ein guter Teacher werden. Let's go. Ja. Oder auch nicht. Doch. First enter your name. Klassiker. Es ist wirklich ein Quiz. Also ein Party-Quiz. Ah. Können wir mal schauen, ob es zu zweit reicht. Das hilft mir mal rübergeschickt. Der Junge. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass es ein Ich wechsle hier mal Party-Quiz kurz ist. Bildschirm, damit man hier nicht alles sieht. Werde ich mal hier rüber. Hier zurück, so. Username. Jetzt heiße ich schon Apfelgrodi, ne? Grodi. Es ist so verwirrend, weil nur Grot und Apfel da steht. Reichen zwei? Ich glaube, Also ich kann nicht starten hier, so. ja. Ich hab's gehört. Start the party! Da, 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 Let's go. da, da. Which subject will you teach? Ja, easy. Jetzt muss ich selber Pet überlegen. peeve? Was bedeutet Pet peeve? Kann ich mehrere auswählen oder ist es bloß Ne, nur eins? eins. Okay. Ist ein Pet peeve? Das, was du nicht magst? Was für dich am Ja, schlimmsten wäre im Unterricht? ja. Das ist Being too gottlos, Alter. slow! Ja, das ist gottlos. Digga! Didn't bring books! Ja, Digga, ist ja Ach so, easy. all of the above wird's auch geben. Ja, aber all of the above, da bist du ein richtiger Hurensohn-Lehrer.
How long are your lessons? Eineinhalb. Ja, so eine Doppelstunde kann man schon machen, ne? Ja. If a student forgets to Forgets. bring their notebook, what would you do? Tell them to write their notes on paper and paste them into their notebook later. Okay, what the fuck? Tell them to just do it at home. Ja, Digga, easy. After an 800-word essay for homework the day before, would you still give them homework? Ja, wenn du das so vor 2 Wochen aufgegeben hast und dann die Woche drauf, also für 2 Wochen aufgibst und dann die Woche drauf nochmal Hausaufgabe gibst. I don't know. If a student needs help with a test question, do you help then? Yes, no, no. And no. Wir haben einen Test, kannst du, darf ich doch nicht helfen. Das ist doch illegal. Ja, du darfst nicht helfen, aber wenn jetzt die Frage an sich, wie sie aufgebaut ist, nicht versteht. Ja, es ist Auslegungssache, wie du die Frage verstehst. Ja. Ja. Ich verstehe es mal so, wenn du die Frage an sich nicht verstehst. What would you do if a student is getting bullied? Tell the student not to listen to whatever the bully says and continue teaching. Alright. Ja, easy. Schauen wir mal. Done with Quiz. Achso, dann. Ja. Done with Quiz. Wer ist der bessere Lehrer? Jetzt bin ich gespannt. Ich bin nur ein decent Teacher? Ist dieser. Trust me, you'll make a. Ah, warte, ich drück mal hier auf Read More. So. Trust me, you'll make a good or great teacher even. You know the right balance between helpful homework and too much homework. When to work on certain material more and how to keep the students interested in your class. Damn boy. You'll be a decent teacher, not bad, but not good. You're just average. At least you're not a bad teacher, right? Maybe lighten up the homework load, okay? Yo, what the fuck? Was hab ich so viel anders getippt als du? Das würde mich jetzt auch interessieren. Was hast du überhaupt für ein Fach gewählt? Geschichte. Ich hab Englisch, genau. Ja, nee, das wäre mir viel zu viel Arbeit. Der ist ein 800-Wörter-Essay über Geschichte, wäre auch geil. Gottlos. Wollen wir noch schauen, ob es noch irgendwo eins gibt? Ich glaube, eins können wir noch machen. Apfelgrody was meant to be picking a new quiz, but it looks like they left. Oh, nein! Can wait for them to come back or start a new party. Hi! I'm back! Hello. Okay. Everyone has a Muppet that matches their personality. Ich glaube, wir beide haben die Muppets nie wirklich geschaut. Nee. Which cocktail matches your personality? Let's go. Oh, oh boy. Okay, warte. Ich muss hier zurückwechseln. Ich wechsle immer zwischen unseren beiden Dingern hier. Achso. Okay, let's go. Cool. Ich kann nicht auf Start Quiz drücken. I don't know. Kannst du? Warum nicht? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist die Seite neu. Nee. Was soll das? Warum denn? Nee? Hä? Braucht man da mehr als 2 Leute? Nee, das würde keinen Sinn machen. Kann ich. Ich kann allgemein kein Quiz picken. Das ist dumm. Ansonsten machen wir nochmal dieses Ding. Vielleicht habe ich es gekillt dadurch, dass ich halt neu rein bin. Und so.
Jetzt müssen wir schauen, ob ich das irgendwie Was war finde. das ganz unten? Was ist das ganz unten? Das, wo gerade der Cocktail ganz unten war. Ach so, Wo du nach Cocktail gesucht hast. Craft a cocktail and we'll tell you what to watch on Netflix? Was? Let's go. Ich brauche eine Serienempfehlung. Okay, hier kann ich dich leider nicht einladen. Ja, wir machen es jetzt. Doch, kann ich! Oh yeah! Let's fucking go! Ja, jetzt kann ich auch wieder starten. Okay, let's go! Was für ein Cocktail basteln wir uns? Okay. Oh. Pick a base for your cocktail. Oh. Ja, ja. Du kannst dir, glaube ich, sowas Krankes zusammenbasteln. Und nächste Folge machen wir uns diesen Cocktail. Ja, let's go. Oh nein. Was habe ich jetzt eigentlich gewählt? Das. Splash, okay. A Splash ist einfach so ein Schuss, oder? Ja. Yeah. Ich finde schon, dass man einfach zweimal... Lime und Lemon Juice kannst du einfach auswählen, cool. Ich weiß bloß nicht, was Triple Sec und was Bitters ist. Bitters ist, glaube ich, sowas... wie heißt das? Ginger Ale? So. Da irgendwie sowas. Aber Triple Sec wüsste ich jetzt auch nicht. Oh. Delightful Garnish. Okay, aus welchem Glas trinke ich das? Hey, das ist ein Krug. Ich glaube, keins davon passt wirklich zu meinem Getränk. Nee, ich glaube auch nicht. Und jetzt, bevor wir auf Dank Quiz drücken, gehen wir einfach mal durch, was wir genommen haben, weil ansonsten wissen wir es am Ende wieder nicht. Okay. Okay. Was hast du als Base genommen? Ich hab Wodka als Base. Ja, ich hab Bourbon Whisky genommen. Okay. Gemisch mit Blood Orange Juice. Ich habe mich für Lime Juice entschieden. Mhm. Mhm. Ein Splash von Vanille-Extrakt. Ja, ich habe Simple Syrup genommen. Simple Syrup. Ist das einfach irgendein Sirup, oder? Ja, ich glaube, das ist das Einzige, wo gut zu Blutorange und Wodka passt. Probably. Und Delightful Garnish? Cranberries. Ja, ich habe Minze. Das könnte aber echt ein geiles Getränk sein, muss ich gerade sagen. Ja, Wodka und... Wodka, Blutorange... Sirup und Sirup? Cranberries, ja, warum nicht? Das ist jetzt richtig. Wir sollen das wirklich eine Folge machen. Wir brauchen Cocktail. Nein. Wir brauchen ein neues Format. Lass mal ein Format machen, wo wir Getränke aus Coffee Talk nachmachen. Hätte es auch. Und das Glas habe ich das rechts unten genommen. Ja, ich habe das links oben genommen. Das nehme ich für Wodka, ja, einfach elegant. Okay, schauen wir mal, was für eine Serie wir schauen dürfen. Bin ich gespannt. Das ist irgendwas, was wir nicht kennen. Avengers Infinity War. The Chilling Adventures of Sabrina was Christmas Special. Was ist ein A Midwinter's Tale? Ich glaube, Midwinter ist der... Das ist auch ein Christmas Special. Okay. Ich mach mir das Getränk. Die Serie schaust du nicht. Achso! Und dann schauen wir mal, ob das Getränk zu meiner Stimmung war. Ich bezweifle, dass Avengers Infinity War auf Netflix ist. Wenn, dann ist es auf Disney Plus. Ja, Disney Plus. Und Amazon Prime könnte es sein. Ja. Ja, war doch nice. War okay, ich glaube, er hat genug Spaß auf BuzzFeed. Ja. So. Dann switchen wir mal schnell zurück. Zack und zack. Und dann schreibe ich mir das auf.
Okay. Nächster Punkt. Du hast gar nichts mehr, oder? Ne, es ist nicht wirklich so spannend, was passiert. Dann würde ich sagen, Wie gesagt, man liegt wir können sitzen. noch ein kleines Thema von mir rausnehmen. Weil ansonsten habe ich dann wahrscheinlich fürs nächste Mal auch nichts. Oh boy. Also. Morgen könnte was für nächstes Mal sein. Stimmt, ja. Das ist ja eigentlich unsere Halloween-Folge, ne? So, basically. Dass kein Stream geben wird, ja. Ja. Außer Außer wir kriegen keine Antwort mehr. das oder ich bezweifle, man geht in der letzte Zug. Ich war das letzte Mal, als ich spät von der Stadt nach Hause fahren wollte, bin ich von der Stadt, wo ich zur Schule ging, im Zug eingeschlafen im Stehen und bin dann da gelandet. Also, ich bin wirklich so. Ich bin so aus dem Bahnhof gegangen, weil ich, nachdem wir getrunken haben und alles. Und ich war halt so alleine und habe mir gedacht, so, okay, ich muss jetzt nach Hause fahren, das geht jetzt nicht mehr. Bin dann einfach abgehauen, habe so noch so per WhatsApp geschrieben, so, ich fahre jetzt nach Hause, so keine Sorge. Ach komm. Und war dann so am Bahnhof, dann hatte mein Zug einfach Verspätung oder ich bin ausgerechnet, ich weiß nicht mehr genau, entweder hatte er Verspätung, ich bin ausgerechnet dann gekommen, als der davor gefahren ist und ich musste dann so 40 Minuten warten oder so. Also, wenn ich das besser geplant hätte, dann hätte ich noch was trinken können. Ja, und dann ging halt so langsam mein Handy-Akku so zum Neige. Und ich dachte, es wäre noch funny, wenn ich mich noch kurz bei Leuten einfach in Discord Oh reinsetze. Aber dann auch Gott. so mit ein paar Leuten gequatscht. Und dann habe ich gesagt, so, ja, ich muss jetzt leider auflegen, weil ich brauche noch mein Ticket. Und bin dann in den Zug rein und habe mir gedacht, so, okay, ich setze mich jetzt nicht hin, weil wenn ich mich hinsetze, werde ich einschlafen. Habe mich also so an die Wand gelehnt. Bin eingeschlafen, bin dann wach geworden, als die Türen zugingen, da wo ich eigentlich raus wollte, und bin an der Station weitergefahren. Hab gedacht so, oh ja, okay, toll. Ja, egal. Shit. Egal, fahre ich einfach dann mit dem nächsten Zug wieder zurück und dann bin ich halt ein bisschen später zu Hause. Und als ich dann da war, habe ich dann so geschaut in der App, geht kein Zug mehr. Ja, Was? da ging dann einfach schon kein Zug mehr. Es war aber auch irgendwie so 1 oder so, 1 Uhr abends. Oh I don't know. Gott. Ja, ich habe einfach so jemanden angerufen und so gesagt, so, kannst du mich kurz aus der Stadt Scheiße. holen, wo ich eigentlich nicht hin wollte? So, Scheiße. imagine, ich wäre einfach dann noch in der Station weitergefahren. Das wäre Boah, dann gottlos. wär's gottlos Ja, gewesen. dann wäre es schlimm gewesen. Dann wär's richtig I heftig don't know, was ich gewesen. dann gemacht hätte. Ich schau gerade. Aber ja. Schau gerade, wann der letzte Zug geht. Der letzte, also gut, es würde 23:10 Uhr und dann erst wieder um 1. Ja, okay, das geht ja. Und da aber nach 1 dann keiner mehr, oder? Ja, um 5:30 Uhr morgens. Ja, es geht auch noch. Wir Aber bei können dem ja. um 1 ist, weißt du, ist eine hohe Auslastung erwartet. Ja, gut, das ist wahrscheinlich so die Standardzeit, wo die Leute dann höchstwahrscheinlich Um feiern. 1? Ja, okay, stimmt. Also irgendwie stimmt's. Weil dann wird jeder Ja, nach Hause also, fahren. wenn 1 ist der letzte, dann erst wieder am Morgen. Um 5:30 Uhr. Ja, müssen wir schauen. Ich Ja, wir müssen meine, jetzt erstmal schauen, ob wir überhaupt noch eine ja. Antwort kriegen. Aber ich wäre ready, zum einfach zu Hause in den Stream zu starten. Boah. It depends. Wie viel trinken wir? Ja, aber ich glaube, besoffen, so Phasmo oder Minecraft Horror-Ding, wie das jährliche zu spielen wäre, glaube ich, schon hart funny. Ja, das glaube ich auch, aber die Frage ist, ob wir es dann einfach packen noch. Oder nicht mal streamen, sondern vielleicht auch einfach nur so eine Aufnahme dann noch, aber so eine Ja, letzte wir werden mal schauen. Halloween-Aufnahme. Für euch ist es, wenn es ein Stream ist, seht ihr den davor. Vor dem Podcast. Also habt ihr gestern. Nicht nur gest nicht gestern, es kann ja auch ein paar Stunden davor sein. Die Folge kommt am 1. Und wenn wir dann abends um 1 so nach Hause und um 2 da sind, dann Stream Geil. anhauen.
Ich weiß nicht, ob sich da noch. Vielleicht doch ja aufnehmen. Ich weiß nicht, ob sich ein Stream Oh Gott. Aber funny wär's. lohnt. Wir können mal schauen. Entweder ihr seht einen Stream oder ihr seht in ein paar Stunden eine Folge. Vielleicht müssen wir auch nach Hause gehen. Gibt's nicht einen Bus, der da fährt? Um die Vielleicht Uhrzeit? ist es. Viel zu weit! Du brauchst gar nicht nachschauen! Jetzt? Hast du eine Adresse von dem Typen oder? Ja, ich gebe einfach insgesamt die Die Stadt ein. Blaze Street. Ich weiß die Nummer nicht, aber die Blaze Street ist es. Ach so, ich habe keinen Startpunkt eingegeben. GG. Ja, Digga, da sind wir ein paar Stunden unterwegs, wenn wir da Das gehen. ist einfach 2 Stunden, 47 Ja! Minuten, Also. Alter. Ja, Fahrrad wäre jetzt 41 Minuten. Dann wird der Führerschein abgenommen. Ja, auf jeden Fall. 41 Minuten? Wo hast du denn geschaut? What the fuck? Ich weiß nicht, wo der uns hinlotst. Wie? Was? Der lotst nicht mal Ich über brauch die. 15 Minuten. Von uns nach. Ja. Zu ihm. Mit dem Fahrrad. Mit dem Fahrrad. Ich dachte mit dem Ja. Auto. Nein! 40 Ja, okay, mit dem Fahrrad 40 Minuten ist okay. Ja, Minuten mit deswegen war ich ja gerade so dem verwirrt. Auto! Das ist meine Deswegen Arbeitsstelle, war Alter! ich ja gerade so verwirrt. Liegt denn der Shit hier? Ich bin jetzt auch mal ganz kurz schauen. Google Maps. Wo ist denn die Blaze Street? Lohne, ich habe Lohne geschrieben. Da haben wir es. Oh, Fußpflege Hess. Oh, wait. Wo zur Hölle ist das? Doch, das ist da. Oh mein Gott, das ist ja übel. Das ist übel geil. Das ist straight. Da fahre ich jeden Tag mit der Arbeit vorbei. Oh. Aber sind das. Ist das wirklich so weit? Das ist ja weit zum Bahnhof, what the fuck? Jawohl. Jetzt macht es alles Sinn. Weil, da weißt du, wo ich meinen nächsten Einsatz habe. Ja. Ich war beim Falschen. GG. Anscheinend haben wir mehrere. Und, aber das Schöne ist, das hier ist von der Kilometeranzahl her weiter weg, eigentlich vor 15 Minuten weniger. Okay, es wäre vom Bahnhof zu dahin wären es ungefähr 40 Minuten gehen. In der Stadt selbst. Ja, aber Digga, wenn wir Speedwalken, ist das easy. 40 Minuten, Bruder. Du weißt Digga. schon, dass wir das dann umgekehrt zurückgehen müssen. Hä? Ja, aber ist doch easy. Hey, wie weit draußen wohnt der denn? Gar nicht Warum so machen wir das weit. eigentlich jetzt? Warum? Ja, Digga, irgendwie über irgendwas müssen wir reden. Gar nicht so weit. Ich mache jetzt einfach Bildschirmübertragung an, wechsle aber nicht die Szene. Smart, smart, smart. Ein Genie. Hier ist der Bahnhof. Es sind 40 Minuten? Es sind knapp 3 Kilometer Oh anscheinend, mein ja. Gott, das ist ein fucking Meckes, ne? Ja klar, das Der ist der ist Meckes, zu dem wir immer wie. fahren. Das ist unser Stammmeckes. Ah! Ja! Wir sind da! Ja! Oh Da ist die Blaze mein Street. fucking Gott! Okay, das ist ja mega weit weg vom Bahnhof. Ja, ich finde aber, das geht, so 40 Minuten gehen. Hey, Wenn man es. 2,8. Hä, wenn. Das liegt Ja? doch hauptsächlich am Verkehr. Ich glaube auch, 2,8 Kilometer gehst du schneller als Weil 38 Minuten. von da, wo ich jetzt hin muss, sind es 2,2 Aber wo hast du denn da zum krass Verkehr? Krankenhaus. Das 2,2 von meiner Arbeitsstelle zum Krankenhaus und da gehe ich 20 Minuten. Ich mache das Herz jetzt nicht Jesu, nur. Missionare. Null.
Lol. Hä, wie dumm? Darauf, warum lotsen die uns hier außenrum? Warum können wir nicht einfach hier rumgehen? Hä? Vielleicht Baustelle oder so. Digga, da geh ich durch, ist mir scheißegal. True. Ja, Jackpot? Da ist eine Spielhalle auf dem Weg. Oh mein Gott. Ja, easy. Ja, ich glaube, also ich glaub, das geht mal schneller als 40 Minuten. Ich glaube, ja, ich glaub, hin brauchen wir keine 40 Minuten. Zurück ist. Ich kann mal fragen, ob uns jemand hinfahren kann. Maybe. Die Vater oder so. Nein. Steve Vater kann ich nicht fahren. Ich weiß nicht, Digga. Ich weiß nicht, ob das so wird wie bei seinem Geburtstag, wo sind wir auch früher abgedüst, weil wir halt einfach so daneben gesetzt werden, die keine Ahnung was gemacht haben. Ah, ja. Und dann habe ich meinen Hammer lange nicht mehr gesehen. Ja. Ich weiß gar nicht, wo der jetzt liegt. Kennen wir jemanden von denen? Wissen wir, wie viele kommen? Kennen wir welche? Nee. Also ich weiß gar nicht, wer kommt. Also ich glaube, Mobi kommt. Er meinte zumindest, er kommt. Mobi könnte uns fahren. Jetzt schauen wir erstmal, ob wir nochmal eine Antwort von dem Typ kriegen. Ja. Ich habe ihm heute schon wegen meinem Kostüm geschrieben. Ich habe ihn auch. Weißt du, als ich geschrieben habe, ob das von unserer Stammkneipe ein Bild gibt, uralt, wo sogar noch eine Kutsche davor steht? Nein. Das ist ja Monate her, dass ich das geschrieben habe. Ja. Ja, ich habe seitdem keine Antwort bekommen. Warum hast du mir das nicht geschickt? Ich habe dir das auch geschrieben. Dass es ein Bild gibt, ob wir das so holen und dann unter Denkmalschutz stellen. Ich bezweifle, dass du mir das geschrieben hast. Sagte ich jetzt? Ich hab's ihm auch geschrieben. Also. Wahrscheinlich hast du es mir geschrieben. Dann im Call erzählt oder so. I don't fucking know. Ich weiß nicht mehr, was ich gestern gegessen habe. Also. Also da könnten wir eigentlich auch dann auch noch zu Mc's gehen. Wir können eigentlich davor zu Mc. Doch die Mc's hat doch bis. Offen. Bis 12, oder? Okay, dann ist es schwierig. Ja, natürlich hatte bis Freitag bis 2 Uhr auf. Ah, ja, gut, dann. Ja, ich habe eh meinen Rucksack dabei, dann nehme ich da noch ein paar Weghalbe mit. Und dann lupt das schon. Der lupt das schon. Vorglühen? Ich glaube, Vorglühen brauchen wir nicht. Vorglühen brauchen wir nicht. Nee, ich glaube, die Weghalbe reichen. Die müssen reichen. Da wo bei Teamkollege. Können wir sogar an dem vorbei, oder? Ja, können wir da auch pennen. Ich glaube nicht. Im Garten halt. Geht schon. Okay. Was hast du denn noch so für Themen? Ich choose es einfach eins, also brauchst du mir keine Zahlen mehr sagen. Und zwar haben wir in der Arbeit, und das triggert mich hardcore. Wir haben in der Arbeit immer so ein Bildschirm stehen am Empfang, wo so ein paar Sachen durchlaufen, von wegen so, yo, das ist der Arbeitsplan für die Woche, der und der muss länger bleiben, oder der und der bleibt die Woche halt länger und so weiter. Und dann halt so Nachrichten, wie jetzt irgendwas, was jetzt ansteht, irgendwelche Besprechungen oder so. Halt Stuff, der normal ist, da durchläuft. Und wir haben eine neue Rubrik, da wird immer so das Saisongemüse vorgestellt und ein Rezept mit dem Gemüse. So. Ja. Wir hatten einmal irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, Sellerie oder so war Saisongemüse mal und nicht, dass ich was Falsches sage, ich habe mir was aufgeschrieben. Ich weiß nicht mehr, was im September war, aber auch irgendwas das hat halt gepasst. Und jetzt Oktober. Was würdest du sagen, ist das Saisongemüse von Oktober? Enttäusch mich nicht. Enttäusch mich nicht. Na scheiße, wurde dann schon wieder drauf verletzt. Wehe, das ist jetzt wirklich so Common Knowledge, dass es das ist, was ich mir hier aufgeschrieben habe. Aber mich macht es sauer. Ich kann mir auch für Oktober.
oder so auch Kürbis vorstellen? Mhm. Oder Let's Relook. Sollte nicht allzu lange her sein, dass darüber geredet wird. Komm. Kann jetzt nicht sein. Ist das schon länger her, ist die verdammte Wahl? War es die Aubergine? Ich kann es gerade nicht mehr sagen. Okay, auf jeden Fall macht es. Für mich ist es Oktober, assoziiere ich nur mit Kürbis. Für mich ist Kürbis das Saisongemüse vom Oktober. Aber In der Arbeit bei uns steht Saisongemüse Oktober Steinpilz. was? Ja. Steinpilz. Dein Und es macht Pilz? mich so sauer, weil der Steinpilz kein Gemüse ist. Das schon mal. Und im Oktober muss es der Kürbis sein. Es kann nicht. Also mach es triggert mich hart. Weil wenn es November kommt, wir haben ein paar Tage November, und dann steht der Kürbis, dann gehe ich auf, ne? Dann will. Also, da kann nicht sein. Dann ist Also es bitte. vorbei. Ja, ist wirklich. Das kann dann nicht sein. Also mich macht es sauer. So. Ich wollte eigentlich nachschauen, ob ich die Rezepte irgendwie alle nochmal finde, ob wir die irgendwo abspeichern, aber ich habe vergessen, es nachzuschauen. Aber es sind auch mal oft coole Rezepte. Meistens sind es vegetarische Rezepte. Ja. Aber das ist so Gemüse vom fucking Oktober ist der Steinpilz. Ich bin dafür, dass wir selbst so eine Saison-Gemüse-Liste machen. Oh Oder ja. nee, es sollte kein Gemüse sein, weil Gemüse ist zu langweilig. Das wäre zu wie nennt man das? Repetitiv? Nee. Es würde sich wiederholen einfach. Wir hätten das zwölf, wir hätten 12 verschiedene und die würden sich einfach Jahr für Jahr wiederholen. Also man müsste sich irgendwie was anderes ausdenken. Ne. Vielleicht so ein Prinzip von wegen so zeig und ne, bring und zeig oder so, wie das heißt in der Schule, was es immer gab. Ah. Dass wir so ein Prinzip machen, dass jede Folge irgendwer was mitbringt und über irgendwas berichtet. So ein kurzes Essay drüber schreibt. Oh, ich habe uns heute mal ein Essay über, keine Ahnung, Steinböcke mitgebracht. Ja. Yeah. Das wäre mal zum Überlegen. Ja, ich glaube eigentlich. Es ist Ja. Kürbis. Es ist Ah, Kürbis, ja. brauchen wir nicht diskutieren. Ja, auf jeden Fall. Ja, okay. Ich glaube eigentlich sind wir durch. Sind wir durch? Ich glaube ja. Nächste Folge halt die Hausaufgabe. Nicht vergessen. Ja. Und. Ja, dann hoffentlich passiert was. Ansonsten dauert es ein bisschen länger, bis wir uns wiedersehen. Müssen wir mal schauen. Ja. Ja, sonst kann man noch ein paar Quizze Ja, reinstecken. true. Alright. Wie wartet denn an, Moody? Folge 9 war ich. Also würde ich sagen, lasst doch ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Schau auch bei Noel vorbei und falsche Richtung. Da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.